Servus, grüßt euch, hallo. Bayerischer Wald heute, Tagestour machen wir. Und ja, ist schon noch frisch und man sieht auch hier ringsherum noch ein bisschen Schnee, aber was am krassesten ist, sind die ganzen umgeknickten Bäume. Also der ganze Weg ist hier gepflastert von diesen, ja, erst kürzlich umgeknickten Bäumen. Noch relativ frisch. Wir wollen hoch auf den Gipfel, wir schauen mal so. Und mit dabei habe ich den vollgepackten 20-Liter-Rucksack, diesen von Decathlon. Habe einiges drin, was ich mir einbilde, dass ich bei so einer Tour brauchen würde. Und naja, schauen wir mal, wie es sich schlägt. Wenn ihr Lust habt, bleibt es einfach dran. Demoralisierung. Kurz vorm Gipfel, kaputt. Wir machen jetzt eine kleine Pause hier so, chillen mal ein bisschen und dann geht's weiter. Es ist noch eine ganze Menge Schnee da vereinzelt, also da sinkt man richtig gut ein. Ja, macht es natürlich auch ein bisschen schwerer, das Ganze. Aber es ist einfach traumhaft schön hier. Obwohl die dabei sind, die zwei Pfeifen. Deine Hosentasche. So, jetzt sind wir oben. Jetzt haben wir es geschafft. Da ist das Kreuz. Da ist das Kreizel. Naja. Man sieht nicht allzu viel, man kann nicht, der Ausblick ist nicht allzu weit, aber es passt schon. Jetzt werden wir ein bisschen die Zeit genießen hier oben, was Sonne ins Gesicht strahlen lassen. Ich möchte noch mal schnell was zeigen. So, neuer Titantopf für relativ wenig Geld, und zwar habe ich bezahlt 17 Euro sowas. Da habe ich jetzt, das ist ein Deckel da, und da habe ich meinen Kocher, den Rocket-Kocher drin mit einem Tuch. Den gibt es aber nicht bei Amazon oder so. Und hat 750 Milliliter Fassungsvermögen. Und die Firma heißt Tomsho. Naja, da musst du bei eBay schauen, da gibt es das. Da gibt es verschiedene Größen, die man dann noch reinstopseln kann und so. Ist ja wohl der günstigste Titantopf, den ich jetzt überhaupt gesehen habe mit 750 Milliliter. So wird es langsam, aber sicher immer leichter, das Gepäck. Habe aber trotzdem noch die Helikon-Text-Tasse dabei, weil die wiegt auch nicht allzu viel. Ja.
finde ich auch super, weil ich brauche immer zwei, eine fürs Wasser, eine zum Kochen halt, wenn man was reintut, und dann schmeckt der Kaffee sonst nicht mehr, wenn man sich das Kaffeewasser da nochmal macht. Ich mag das nicht so gerne. Voll super bei der Tasse. Der Griff, der wird nicht wirklich heiß, also richtig heiß ist der nicht gewesen. Kann man schön anfassen. So, jetzt mit Ruhe essen. Bis später. So, Käffchenbrust. Prost Carlos, Markus, Atze, Sascha, ja, meine ganzen Freunde einfach. Tom, Prost. Ah, cool. So Leute, jetzt gehen wir wieder runter. Da brauche ich auch nicht mehr filmen. Möchte ich auch gar nicht. Mal beim Berg hoch und runter laufen, habe ich keine große Lust zum Filmen. Und deswegen verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, servus, ciao.